Seht ihr dieses Phantom da unten? Da drüben steht noch eins. Die sind unangreifbar. Jedenfalls noch, bis ich herausgefunden habe, dass man einfach hier ihre sterblichen Hüllen oder was auch immer sie da bewachen, zerlegen muss. Habe ich eine Weile gebraucht. So, damit kann ich nämlich die Jungs jetzt angreifen. Ich sollte aber trotzdem gucken, dass ich nur einen von denen auf einmal angreife. Das Gute ist, sie machen nicht so viel Schaden. Jedenfalls in ihrer Geisterform. In dieser Form bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und ich weiß nicht mal, ob man sie überhaupt backstabben kann. Ja, genau, es geht, was sie an Schaden machen. Das Problem ist halt, dass sie ziemlich gut schnell und schnell Schaden austeilen können. Darauf sollte man dann eben Acht geben. So, du bist keine Mimik, denn du hast kein Schloss. Sondern nur eine ganze Menge Großpfeile. Du bist auch keine Mimik. Könntest aber eine Falle halt enthalten. Der Katharina-Helm. Ja, Zwiebelmannshelm. Ein Seelengefäß, was steht da? Glück voraus, deshalb Ruhe für Schatz. Ich glaube, ja, es ist ein bisschen random, was in den Truhen drin ist. Nochmal für Walter Pflanzenbalsam. Ich weiß, es gab irgendeine Stelle in dem DLC, da ist es recht random. Und Titanitscholle. So. Und ja, ab hier wechsle ich vom Ring der Klingen, den ich immer noch trage, zum Giftbissring plus 1, weil ab jetzt könnte es etwas schlimm werden. Ja, Waffen voraus. Wir haben ja gemerkt, die Gegner machen hier Giftschaden. Schon mal. Und die Jungs hier haben eine Giftaura. Noch zusätzlich. Das heißt, immer schön wegbleiben von ihnen, sonst wird man ziemlich schnell vergiftet. Jo. Das waren die zwei. Du bist tot. Und ja, wir werden von jemandem beschossen mit Finsternis. Genau von dir. Hier ist perfekte Schützenposition, um dich umzubringen. Vorsicht vor Glück. Ja, soweit ich weiß, wenn wir hier aufmachen. Ja, geht erstmal das los. So. Öffnen wir hier. Das ist nämlich auch ziemlich schwierig zu sehen. Das habe ich durch Glück mal gesehen damals. Einen ziemlich guten Schatz übrigens. Was ich nur nicht mehr weiß, ist, wo der Auslöser für das Ding war. So, dich hätte ich eigentlich auch gern erstmal von hier aus ausgeschalten. Sicher ist sicher. Oh, kein Ausdauer mehr. Komm, Gift dürfte ganz böse auf Feuer reagieren. Tut es auch. Ja. Wie auch immer ich das jetzt gerade getriggert habe, war lustig.
So, damit dürfte ich den Raum eigentlich gesichert haben, dass ich ihn betreten darf. Weil hier kommt die Gemeinheit, es gibt keinen Weg zurück. Wagt es ja nicht, Hinterhalt voraus, genau. Man wird nämlich dann normalerweise von da oben aus angegriffen. Während man sich hier unten mit ihm hier. Und dem Magier rumplagen darf, kommen von da oben auch noch die anderen beiden. Au. Ja, du bist nervig da oben. Hier triffst du uns allerdings nicht, was ein Vorteil für uns ist. Edge. So, jetzt müssen wir dreimal das Ding aktivieren, dass sich das Teil dreht. Und wir hier durchkommen. Und hier hören wir schon wieder die Frau singen. Ihn da oben können wir ignorieren. Der bleibt da mit seinem Bogen ganz geschmeidig stehen. Netterweise. Hier werden die Wege weiter. Hier nicht. Ein Reparaturpulver, okay. So, hier müssen wir jetzt drüber springen. Erstmal. So, da können wir den Raum öffnen. Will ich aber auch erstmal noch nicht. Ich will nämlich erstmal auf das da oben schießen. So, da hat sich jetzt auf der von uns aus gesehen jetzt rechten Seite wohl was geöffnet. Was wir noch nicht sehen können. Aber wir haben es schon mal aktiviert. So, und da aktivieren wir das hier noch, dass wir auch hier rein können. So, seht ihr den da? Der ist ganz und gar nicht nett. Deswegen töten wir ihn ganz schnell mal. Nachricht lesen, Falle voraus, als du nichts sagst. Wenn wir nämlich auf den Stein treten, wird er hier mal ganz schnell aufgespießt. Wow. So, Mist. Das Problem ist das Gift, was gerade hochtickt. Also, zum Glück jetzt wieder runter geht. So. Ups. Gut. Hier hinten haben wir aufgemacht, indem wir im Nebengang gegen den Knopf geschossen haben. Und kriegen ein mysteriöses Steinschwert. Und hier haben wir auch noch zwei. Noch mehr Glitzer-Titanit und noch mehr fossile Drachenknochen. Blutungsstein und Blitzstein, welche ich jetzt gerade richtig gelesen habe. So. Damit wäre auch dieser Part fertig und wir können jetzt hier durch das Loch in der Treppe fallen. Weil hier ist wirklich nichts mehr. Hier ist Viehzeug. Hier ist Viehzeug und in der Richtung, wie man unschwer schon ganz leicht sehen kann, ist dahinter so ein
weißes Phantom sein, unbesiegbares, was ich vorhin angemerkt habe. Ja, Selbstmordraum. So, versuchen wir uns etwas Raum zu schaffen da unten. Indem wir Viehzeug umbringen. Was da rumkrabbelt. Da müssen wir den Ring wechseln. Und wieder auf unsere Waffe. Sicher ist sicher. Und hops, hier runter. Au. So, du versprühst Säure, deswegen vorsichtig sein. Hörst du auf damit? Nein, aber so sind wir wenigstens alle losgeworden. Wieder ein alter Pflanzenbalsam. Jauche Küchlein. Lebenssteine. Naja, werfen wir mal einen ein. Und werden die restlichen Eier los. Und eigentlich sollte ich mit den Seen, die ich jetzt habe, wieder mal shoppen gehen, also ableveln. Ei. Willst du nicht runterkommen? Ah, genau, dann will ich auf dich schieße. So, den kann ich mal gegen den Hartsteuerring plus 1 ersetzen. Einfach weil der uns jetzt gerade am nützlichsten sein dürfte. So, das heißt, haben wir jetzt für diese Truhe und das bisschen Zeug da unten gemacht. Was war hier nochmal drin? Oh, Flints Ring. Flints Ring. Verringert Belastung, erhöht körperliche... Verringerte Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Ja, bis ich das mal kapiert habe, was der macht. Und zwar, je geringer unsere Prozentzahl hier ist, umso stärker sind unsere Angriffe. So, und das hat uns den Weg hierher zurückgebracht. Allerdings ist hier immer noch verschlossen. Gut, das heißt, jetzt kommt der lustige Part hier drüben. Den ich ganz liebevoll Rennen wie die Pest nenne. Und versuch dich bloß nicht erwischen zu lassen. So. Zum Glück können die Jungs da unten nicht klettern. Oh. Vergiftet ist nicht so gut. Ich habe vergessen, dass wenn die sich töten, sie Gift ausatmen. So, hier wird es jetzt noch netter, weil hier steht noch einer. Au, und eine Magierin. Bist du runtergefallen? Ich hoffe's.
Oh, ja, Geschosse. So. Okay, du machst keine Giftlache dieses Mal. Ich öffne vorsichtig die Truhe. Wow. Leuttalismane. So, das dürfte hier öffnen. Und hier ist der Weg zurück.